Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Mellies Moments. Ja, heute geht es um Aquarellmalstifte. Ich hatte zu einem letzten Video einen ganz netten Kommentar von Ariane bekommen und die schrieb, oh Gott sei Dank, mal eine schöne Anleitung. Ich weiß gar nicht, was ich sonst mit diesen Stiften machen soll. Und daraufhin kam mir die Idee, euch mal zu zeigen, was man damit machen kann. Erstmal könnt ihr sie erkennen an einem Pinsel meistens. Auf den meisten Aquarellmalstiften ist ein Pinsel drauf. Das zeigt euch den Unterschied zu normalen Buntstiften. Stiften an. Also wenn ihr die mal durcheinander schmeißt, könnt ihr eure Aquarellmalstifte dadurch ganz gut wiedererkennen. So, zum Zweiten ist es unheimlich wichtig, das passende Papier zu nehmen. Ich habe jetzt mir gerade gestern hier ganz günstig feinkörniges Papier, seht ihr, 300 Gramm, das ist richtig schön dick. In Hannover bei Bösner habe ich das entdeckt und dieser Block, der ist unheimlich günstig. Da sind, oh, wie viele Papiere sind denn drauf? Also 70 Blatt Papier sind in diesem Block drauf und der hat gerade mal 10 Euro gekostet. Aber ich finde, die Qualität für solche Sachen zum Üben ist die vollkommen ausreichend und ihr müsst nicht das teuerste Papier nehmen. Wichtig ist auch manchmal, sich die Rückseite anzuschauen. Die Rückseite ist für Aquarellmalstifte manchmal besser geeignet als die Vorderseite. Ich zeige euch jetzt mal ein Papier, da habe ich schon drauf gearbeitet. Das ist ganz grobporig, es hat eine Struktur und das wäre jetzt für Aquarellmalstifte nicht geeignet. Ihr seht das da, man kann richtig die Struktur von dem Papier erkennen. Das ist für andere Aquarellfarben wunderbar, aber für Stifte nicht geeignet. Die Stifte würden in diesen Fugen hängen bleiben, die Brösel, und die Farbe würde sich nicht richtig schön verteilen auf dem Papier. So, dann geht es los. Um euch die verschiedenen Möglichkeiten zu zeigen, skizziere ich hier einfach ein paar Blüten vor. Kein Kunstwerk soll das sein, einfach nur um ein paar Flächen zu haben, auf denen ich euch gleich demonstriere, wie man mit diesen Stiften arbeiten kann. Ja, was ihr noch benötigt ist natürlich Pinsel, klares Wasser und Küchenpapier ist auch immer ganz schön. So, dann schnappt man sich den ersten Pinsel. Die erste Farbe, Entschuldigung. Und dann geht das schon los. Ja, im ersten Durchgang zeige ich euch jetzt, man nimmt Farbe ab von dem Stift und kann, je nachdem, was man für eine Farbe da genommen hat jetzt, ganz wunderbare, zarte Flächen gestalten. Keine, ganz einfach, wie mit einer ganz normalen Aquarellfarbe funktioniert das. Das geht richtig super. Unten die zweite Blüte mache ich gleich mal ein bisschen dunkler, ein bisschen kräftiger. Ne? Und ihr seht das. Man muss jetzt natürlich aufpassen ein bisschen, dass man sich nicht sein Blatt vollspritzelt. Das kann schnell passieren, das zeige ich euch dann gleich mal. Man kann den Effekt natürlich hinterher nutzen, mal um noch eine Zierde auf sein Bild zu bringen. Aber hier wollen wir das nicht haben. Hier muss man also ein bisschen aufpassen, dass einem der Pinsel nicht die Farbe aufs Papier spritzt. Und hier seht ihr den Effekt, ne? Man kann also auch mit dem Pinsel Spritzer machen. Sowas ist ganz gerne manchmal gesehen, wenn das Bild fertig ist und es ist etwas langweilig, dann kann man über das ganze Blatt nochmal so ein paar Spritzer setzen. Das gibt so ein bisschen mehr Leben in das Ganze. Aber hier wollen wir natürlich erstmal im Werk, was im Entstehen ist, das Ganze nicht haben. So, es geht weiter. Ich skizziere hier nochmal wieder eine Blüte vor. Und jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert, wenn man hier malt. Und zwar setze ich einfach nur mal unten in der Mitte zur inneren der Blüte die Stifte an und male das so ein bisschen strahlenförmig nach außen weg. Und das Ganze wird dann gleich mit dem Pinsel und klarem Wasser verzogen. Hier würde sich jetzt auch schon zeigen, wie gut eure Aquarellmalstifte sind. Die ganz günstigen, lösen sich die Farben nicht so schön an, wie es hier bei meinen ist. Ich meine, meine waren jetzt auch nicht super teuer. Am besten habe ich mitbekommen, sind die von Faber.
Aber für meine Zwecke, was ich so male, reichen die. Und man geht hier nochmal öfter rüber und dann löst sich diese Farbe auch richtig schön an. Und man kann das verziehen. Ich habe jetzt außen ein bisschen mehr Wasser gelassen und schon habe ich so einen hellen Blütenrand. Und ja, das sieht doch schon mal richtig schön nach Blüte aus. So, nochmal eine skizzieren. Und im nächsten Durchgang zeige ich euch, dass man kann das natürlich auch mehrfarbig machen. Ich setze hier in den inneren Teil der Blüte ein Orange an. Dann geht es weiter mit einem Gelbton, so leicht überlappend das Ganze. Dann setze ich innen noch mal ein paar rote Akzente und dann fähre ich das wieder von außen her, weil ich möchte gerne außen die helle Kante haben, verwaschen. Wenn man jetzt von innen anfängt, zieht man natürlich die dunkle Farbe gleich über die hellen hinüber. Ne, also so ein bisschen gucken, das ist alles eine Übungssache, ein Ausprobieren. Da seht ihr es, da war jetzt das mir ein bisschen zu dunkel. Also mit dem etwas klareren von außen nach innen und dann kann man sich das immer noch so reinschattieren, wie man es haben möchte. Aber ich würde, wie gesagt, nicht gleich unten im Dunkeln anfangen, sondern es umgekehrt machen. Und ihr könnt das schon sehen, ne? Ich finde diesen Effekt mit dem Mehrfarbigen, das ist grandios. Man muss natürlich sehen, dass die Farben zusammenpassen. Wenn du da jetzt ein Rot und ein Grün machst, kriegst du eine braune Pampe bei raus. Aber ihr kennt ja den Farbkreis und welche Farben zusammenpassen und da klappt das dann wunderbar. So, jetzt sind die ersten trocken und auch hier kann man natürlich einschattieren. Ich zeige euch das jetzt bei der oberen Blüte. Dann nehme ich einmal die Farbe, mit der ich auch die Blüte gemalt habe und setze mir da auch wieder so ein paar Striche rein, die ich gleich verwasche. Und in der unteren Blüte nehme ich einfach mal eine andere Farbe, ein bisschen dunkleren Ton. Und es sind beides wunderschöne Effekte. Man kann beides natürlich machen, was einem gefällt. So, also wieder Pinsel schnappen, klares Wasser und auch hier jetzt so ein bisschen leicht schattieren. Und ja, schon seht ihr, da kommt auch hier eine schöne Schattierung rein. Auch so kann man das Ganze machen. Man hätte jetzt auch theoretisch wieder die Farbe vom Stift nehmen können, um sich nochmal da einen Schatten reinzusetzen. Das ist natürlich auch möglich. Man muss das nicht rein malen mit dem Stift, sondern so wie wir es im ersten Durchgang gemacht hatten, Pinsel schnappen, den Stift schnappen, Farbe runternehmen und dann hier die Schatten reinsetzen. Aber ihr seht, also ich finde, das kann man so oder so gestalten, in den gleichen Tönen, in anderen Tönen, finde ich alles ganz schön. Ja, genauso geht das natürlich mit dem Stiel von den Blüten. Man kann Farbe runternehmen, ne, einen zarten Pinsel, der hier ist jetzt schon fast ein bisschen dick und auch das geht. Man hat hier keinen Pinselstrich, keinen Buntstiftstrich auf dem Blatt, sondern einfach das ganz normal. Hier gehe ich jetzt nochmal mit den feuchten Stift direkt in das Feld hinein. Das geht auch und verziehe hier nochmal mir ein bisschen die Farben. So, der nächste Trick wäre jetzt, die Stifte mal in das klare Wasser einzutauchen. Bisschen weich zu machen und dann kann man auch hier wunderbar Effekte setzen, wo die Farbe sich gleich vermischt. Hier mache ich das jetzt in der inneren der Blüte einfach mal mit Rot und mit Braun. Ne? Also Stift schnappen. Ich würde immer zusehen, dass er schön spitz ist und nicht zu platt. Meine sind schon fast ein bisschen platt. Und auch so kann man die Farbe nutzen. Und sie sieht dann nicht nach Bleistiftstrich in Anführungszeichen aus. Die nächste Möglichkeit, das Innere zu nutzen, seht ihr hier einen äußeren Rand malen, verschiedenfarbig, bisschen dunklere Effekte und das Ganze dann auch wieder mit Wasser ein bisschen verzieren. Hier war mir sogar in der Mitte ein bisschen zu viel Farbe reingekommen, aber das kann man auch wie bei anderen Farben ein bisschen dann mit dem Pinsel so wieder rausnehmen und es sich wieder etwas aufhellen. So, dann zeige ich euch noch etwas, was ich schon mal in einem meiner Videos gezeigt habe, wozu man die Stifte noch toll nutzen kann. Ich male hier
einfache Kreise, verschiedenfarbig, gelb, orange, rot drumherum. Und dann nehme ich mir einen Pinsel. Ich habe ja so einen schönen dreieckigen Pinsel, mit dem mache ich das unheimlich gerne. Es geht natürlich auch jeder andere Rundpinsel, der auch eine schöne Spitze hat oder so. Und dann schnappe ich mir den Pinsel mit klarem Wasser und setze den einfach in der Mitte an und ziehe diese Petal mit der Farbe nach außen. Und das gibt wunderschöne, ganz zarte Blüten. Und auch so kann man diese Stifte einfach nutzen. Ne? Mehrfarbig hat man das dann da. Es fließt, wie es fließen will. Sieht ein bisschen aus wie Cosmea-Blüten. Also richtig toll. Da habe ich schon ein ganzes Video mitgemacht und da kann man wunderbar Sträuße mitgestalten und Blütenwiesen. Und das sieht, ist ganz einfach zu machen und sieht super toll aus. So, jetzt noch ein bisschen eine Möglichkeit, den Innenteil der Blüte ein bisschen hervorzuheben. Bei dieser Blüte setze ich einfach schwarze Pünktchen mit einem Feinliner. Ihr seht das in den inneren Blütenbereich ruhig ein paar mehr und ganz locker drumherum. Und schon ist die Blüte fertig. Und bei der nächsten Blüte mache ich das nicht, sondern ich ziehe einfach ein paar Striche in die Blütenblätter hinein, ganz feine Striche. Und auch das gibt eine ganz tolle Tiefenwirkung und seht zu, dass er so ein bisschen die Blütenblattform mit aufgreift. Die sind ja so ein bisschen gewölbt im Grunde, ne? Also dass das nicht jetzt schnurgerade ist, sondern diese leichte natürliche Wölbung, die diese Blüte dann im Grunde hat, ein bisschen mit aufgreifen und auch das gibt eine schöne Tiefenwirkung. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Angst vor euren Aquarellmalstiften nehmen und ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat und ihr mir einen Daumen da lasst, wenn ihr vielleicht auch meinen Kanal abonniert und mich mal auf Instagram besucht, auf Mellys Moments, da habe ich noch einen Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video hoffentlich wieder. Macht es gut, eure Melanie.